Die Corpus callosum agenesi ist eine angeborene Besonderheit des Gehirns, bei der die bereits im Ultraschall in der 20. Schwangerschaftswoche diagnostiziert werden kann. Bei günstigen Schallbedingungen dabei fehlt die Verbindung zwischen rechter und linker Gehirnhemisphäre oder ist unterentwickelt, der Balken oder das Corpus callosum. Inzidenz 3 auf 1000 bis 7 auf 1000. In der Regel sporadisches Auftreten. Manchmal kann es auch eine ererbte Form sein. Und die Spannbreite der möglichen Entwicklung von Kindern mit Corpus callosum agenesi ist recht groß. Sie ist davon abhängig, ob das als einzelnes Symptom vorliegt oder ob weitere Veränderungen des Gehirns oder auch andere Organsysteme betroffen sind. Sollte eine Corpus callosum agenesi in der Feindiagnostik auffallen, wird das mit den Eltern intensiv besprochen. Wenn es isolierte Form ist, dann ist es wahrscheinlich nicht schlimm, legen mehrere Symptome vor, dann muss man eine entsprechende weitere Abklärung anraten.